Also beginnen wir mit deinem Gesicht. Ja, ich gebe etwas auf die Wangen und auch hier so hin und auch an die Nase.
zum Schluss gebe ich noch etwas Augenbrauengel drauf. Das hier ist das von Essence in der Farbe Blondie Brows, aber ist jetzt nicht mein Lieblingsgel. Kann man mal machen. Werde ich mir aber wahrscheinlich nicht nachkaufen. Jetzt werde ich wieder kurz in den Spiegel schauen müssen. Ein bisschen dunkel ist hier alles. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt trotzdem gut hin. Weil ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht zu dunkel werde. Das möchte ich ja trotzdem nicht oder zu fest aufdrücken. Sollte mir mal wieder meine Augenbrauen zupfen. Ja, es sieht natürlich jetzt ein bisschen stark aus, aber ich werde das Ganze abmildern. Ich liebe Augenbrauenbürstchen. Sehr dezent. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem richtig guten Glitzer-Eyeliner. Aber ich finde irgendwie keinen. Ich kenne eine YouTuberin, die macht so eine Minute Videos, wo sie die Zuschauer schminkt. Und die hat immer so einen schönen goldenen Glitzer-Eyeliner. Der ist richtig stark. Ich weiß nicht, weil sie den hat, muss ich mal nachfragen, wobei sie halt nicht aus dem deutschsprachigen Raum ist. Und keine Sorge, du bekommst jetzt auch noch, sei ich ein bisschen zu voreilig und wollte schon selber beginnen. Aber keine Sorge, du kommst auch noch dran. Ja, ich mach das dann einfach irgendwie. Und hier steht es natürlich auch sehr gut. Eben auch noch was Dezentes auch für den Sommer. Und dann Wimpernzange.
ist okay für dich, wenn ich die benutze. Okay, super. Ich bin auch ganz vorsichtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr schön. Und zwar benutze ich vor allem im Sommer eine wasserfeste Mascara. Das hier ist die Allround Mascara von Catrice. Wobei da nicht mehr sonderlich viel drinnen ist. Sie ist nicht schlecht und sie macht nicht allzu viel, was ich aber manchmal ganz angenehm finde. Also, man sieht nicht übertrieben aus. Blick, 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 blick. Blick, 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 blick. Jetzt, ja, nicht vergessen. Spannend sein wird. Ich habe jetzt sogar mehr als 10. Das heißt, ich muss mich dann entscheiden, welche Dinger ich benutzen werde. Und werde dann natürlich auch schauen, in welche Reihenfolge ich die ganzen Sachen machen werde. Natürlich ist das sehr individuell, was denn jetzt der beste Sound ist und was, ja, was dann für Level 10 ist und so. Aber ja, das muss ich halt natürlich selber entscheiden. Ich habe mir überlegt, ob ich noch so einen rosanen Eyeliner benutze für die Wasserlinie. Den habe ich schon sehr lange, aber er ist relativ frisch gespitzt. Möchtest du auch ein bisschen? Sieht das Auge einfach größer aus. Gut. Dann mache ich jetzt bei mir weiter. Das wird sehr komisch aussehen. Ja, das ist jetzt sehr streng. Ich werde das danach noch ein bisschen verwischen, glaube ich. Bei dir sieht es besser aus. Zum Schluss habe ich gedacht, nehmen wir ein bisschen, ja, so eine Art Lipgloss. Und zwar Juicy Lips. In der Farbe oder in der Sorte Peach. 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 Weil ich dachte, ja, Lipgloss passt doch gut für ASMR.
peachfarben ist. Es ist nur ein bisschen glossy. Jetzt werde ich meine Haare öffnen und sie kurz mit dieser sehr guten Bürste durchbürsten. Die ist von dieser Marke hier und es tut wirklich weniger weh. Sehr viel leichter durch die Haare. Ich weiß nicht, was mit meinen Haaren los ist. Habe ich das auch gefärbt? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht bei dem Haarefärben letztens. Gestern war das eigentlich erst. Und es sieht schon sehr rausgewaschen aus. Eigentlich wollte ich mir noch eine Frisur machen, die geht auch recht schnell. Und zwar eine meiner Lieblingsfrisuren, die ich übrigens von der lieben June Bear ASMR. Sie hat mich dazu inspiriert, weil sie das auch ganz gerne mal getragen hat. Leider macht sie keine Videos mehr. Jetzt werde ich zuerst meinen Scheitel mittig machen. Schwierig vor der Kamera. Vor allem, also besser gesagt, ich kannte diese Frisur schon, aber ich wusste nie, wie ich die machen soll. Und June Bear hat mir dann, oder hat mir nicht, hat uns Zuschauern dann einen super Tipp gegeben, wie sie diese Frisur immer macht. Und zwar nimmt sie diesen Stielkamm geht hier beim Ohr schräg nach oben hinten so hin und dann hat sie eben so eine, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklären kann, das war vielleicht auch ein bisschen zu viel gerade, man kann es jetzt so machen, wie man es gerne haben möchte, also wie viele Haare man diese Frisur sehr gerne, weil die Haare dann aus dem Gesicht sind und weil man dann meine Strähnen besser sieht. Wobei, wie gesagt, irgendwas ist da schief gelaufen. Ich muss die nochmal nachfärben. Wobei ich das halb so wild finde. Und ja, du bist auf jeden Fall jetzt auch sehr schön. Und ich bin bereit für das nächste Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich hoffe, es passt so mit dem Hintergrund. Ich habe wieder die Lichter.
Ansonsten denke ich, dass es wahrscheinlich ganz entspannend sein wird. Und hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne Kommentare. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und in der Zwischenzeit könnt ihr ja meine alten Videos durchschauen oder in der Playlist vorbeischauen. In meinen Playlists, ich habe ja mehrere.